Was machst du da? Bist du sicher, dass es okay ist, so viele Gummibärchen reinzuschütten? Niemand kann ihn aufhalten. Madison hält das für eine schlechte Idee. Sie versucht, ihn zu warnen. Ups, zu spät. Sind Sie beide bereit für die 100 Schichten von Essen-Herausforderung? Das ist deins. Nein, du darfst es nehmen. Nein, du. Sie wollen beide die große Schüssel mit Skittles. Wie werden sie entscheiden, wer sie bekommt? Lasst uns Strohhalme ziehen. Derjenige, der den längeren Strohhalm nimmt, hat gewonnen. Jetzt, such dir einen aus. Schwere Entscheidung. Der kürzere Strohhalm bedeutet, dass er die kleinere Portion Skittles bekommt. Das ist meine. Und hier ist deine. Das ist so lecker, aber so schade, dass das alles ist, was es gibt. Ah, ich werde eine Mikrowelle benutzen. Jetzt legen wir die Gummibärchen hinein und warten. Hä? Was hast du vor, Jack? Sind das echte Zähne? Er hat sie in Madisons Bonbons geworfen. Ihre Bonbons sind geschmolzen. Auf die Skittles schütten. Hm. Warte, es sieht aus wie ein Nerd-Style. Wow, das muss super lecker schmecken. Oh nein. Ich habe ein paar Zähne verloren. Hm? Aber meine Zähne sind alle noch da. Du hast mich ausgetrickst. Das muss wehtun. Wahnsinn. Seht euch diese riesigen Pommes an. Die sehen so lecker aus. Ach, Jack hat nur eine kleine Portion Pommes bekommen. Aber es scheint ihn nicht zu stören. Lecker. Jack genießt seine Pommes so sehr, dass er sogar einen Ketchup-Schnurrbart bekommen hat. Was ist? Warum lachst du? Hm? Das ist überhaupt nicht lustig. Mal sehen, wie du deine eigenen Pommes isst. Kinderspiel. Huh? Es scheint, dass die Pommes so schwer sind, dass sie sie nicht hochheben kann. Haha. Grrr, ich werde das schaffen. Warte, ich weiß. Sie hat ihre Schüssel mit Ketchup genommen und wird ihn jetzt über die Pommes gießen. Nein, ich bin auch da. Ihre Hand ist ausgerutscht und sie schüttete fast den ganzen Ketchup auf Jack. Huch. Er scheint nicht wütend zu sein. Mmh, mehr Ketchup auf meine Pommes. Jack bekam eine kleine Portion Eiscreme, während Madison die große Portion hat. Hm? Oh, das Wettessen kann beginnen. Lasst uns die Sanduhr umdrehen. Fangt an. Jacks Löffel ist zu groß für das Glas. Er kann das Eis nicht löffeln. Hey, pass auf. Er ist direkt aus der Box. Die Zeit tickt. Was ist los, Jack? Oh nein. Seine Zunge ist an der Eiscreme festgefroren. Und das Eis von Madison ist geschmolzen. Es sieht eher aus wie eine Suppe. Die Zeit ist fast um. Sie trinkt die Eiscreme direkt aus dem Eimer. Ich werde dich nicht gewinnen lassen. Er hat ihr die ganze Flüssigkeit auf den Kopf geschüttet. Hier, nimm das. Was ist das? Ein kleiner Pfannkuchen? Mmh, der schmeckt gut. Hm. Er hat einen riesigen. Wow. Was soll ich damit machen? Ich weiß es. Ein Eimer mit Nutella? Madison sieht jetzt sehr neidisch aus. Das sollte gut schmecken. Man kann nie zu viele Skittles haben, oder? Und jetzt aufrollen. Ups. Pass doch auf. Gib mir auch was ab. Nein.
Hotdogs. Jack hat aber nur einen bekommen. Schau mal, wie gut er ist. Er scheint wirklich lecker zu sein. Igitt, das stinkt. Upsi. Mal sehen, wie sich Madison schlagen wird. Wow, sie mag wirklich Hotdogs. Ich hab's. Lass uns die Sache etwas aufpeppen. Madison, nein! Zu spät. Sie hat es gegessen. Jack, tu etwas! Gut, dass er einen Feuerlöscher dabei hat. Wahnsinn, seht euch all diese Ballons an. Ich werde ihn aufschneiden. Da war Wackelpudding drin. Wow, das habe ich nicht erwartet. Lass es uns ein bisschen aufpeppen. Sie hat den Wackelpudding auf den großen Strohhalm gesteckt. Und jetzt taucht sie ihn in die Süßigkeitenstreusel. Jetzt sieht es aus wie ein riesiger Lutscher. Mmh, lecker! Oh, ich will das auch. Lass uns meine Ballons öffnen. Seine Ballons sind mit kleinen Wackelpuddingkugeln gefüllt. Toll! Ich lasse noch einen platzen. Und noch einen. Jack ist so aufgeregt, dass er nicht zu bemerken scheint, dass Madison ihren riesigen Strohhalm in seine Schüssel gesteckt hat. Und jetzt saugt sie seinen Wackelpudding auf. Was? Was ist denn hier los? Du! Du stiehlst mein Essen! Ich habe ein Gummibärchen. Ich habe gar nichts bekommen. Ich werde eine Pinzette benutzen. Und ich werde mein Gummibärchen mit einer Lupe suchen. Sie sieht sehr entschlossen aus. Durch die Lupe sieht Jacks Gummibärchen riesig aus. Kannst du es mit mir teilen? Bitte? Okay. Ich weiß genau, was du brauchst. Jack hat sich in einen Laboranten verwandelt. Und jetzt beginnt die Operation. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich kann nicht zusehen. Puh, ich habe es geschafft. Sag, ah. Das ist so lecker. Ich wünschte, es gäbe mehr davon. Es regnet Gummibärchen. Nicht so schnell, Madison. Sieht aus, als hätte sie zu viel gegessen. Und jetzt stecken sie in ihrem Mund. Jack hilft ihr, sie rauszuholen. Das ist so eklig. Er hat es geschafft. Jack, geht es dir gut? Hey Leute, schaut euch den Tisch an. Wahnsinn. Wir haben Donuts. Madison hat einen kleinen, während Jack einen richtig großen hat. Schmeckt er gut? Oh, du wirst ihn als Ring benutzen? Sieht aus, als würde sie an ihren Traumfreund denken. Und was ist mit mir? Ich bin auch ein Mann. Warum hast du das gemacht? Schau mal. Was hat er vor? Pumpt er den Donut auf? Wahnsinn. Er pumpt ihn mit Luft auf und macht ihn so groß wie seinen. Wahnsinn, das sieht toll aus. Warte, nicht essen. Warum denn nicht? Er macht eine Hantel. Wahnsinn, er versucht so sehr, Madison zu gefallen. Aber sie ist im Moment mehr mit dem Essen beschäftigt. Eine kleine Portion Popcorn, Kana? Hey, und wo ist mein Essen? Ich hab's. Wahnsinn! Sie hat eine ganze Reihe von Geräten mitgebracht. Das sieht so cool aus. Das ist noch nicht alles. Zuerst schütte ich ein paar Popcornkörner hinein. Dann noch ein paar Skittles. Und jetzt machen wir ein bisschen Feuer.
und erhitzen das Popcorn. Es ist alles in Ordnung, Jack. Beruhige dich. Puh. Tada! Buntes Popcorn. Ich wette, es schmeckt auch gut. Kann ich etwas davon haben? Nee. Das ist nicht fair. Ich habe nichts bekommen. Hm? Was ist denn hier los? Wow! Eine Schubkarre voll mit Popcorn. Ist das alles für mich? Oh ja, das ist es. Jetzt ist Madison neidisch. Warte, weißt du, was am besten zu Popcorn passt? Cola! Das ist eine tolle Idee. Ich werde welche besorgen. Madison hat Jack ausgetrickst. Und jetzt isst sie sein ganzes Popcorn. Oh nein, sie hat alles aufgegessen. Seht euch ihren Bauch an. Ich habe Cola gefunden. Mein Popcorn ist weg. Warst du das? Wer, ich? Nö. Oh, wirklich? Willst du eine Cola dazu? Das hat man davon, wenn man das Essen eines Freundes isst.